Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Crossout-Spaß. Ich muss ganz kurz auf dem Mikro rumdrücken, ob es auch richtig eingestellt ist. Aber der sieht gut aus. Der sieht sehr gut aus. Jo, jetzt lege ich noch die Maus zur Seite. Und ihr seht hier ein wunderschönes neues Auto. Das hat mir der Mr. Frozen gegeben. Frozen Wrack. Ich weiß nie, wie man es ausspricht, Alter. Da ist noch ein Q drin. Wie Rap, nur statt ein P in Q. Frozen Rap. Mach ein P draus, ist einfacher. Nee, der hat mir dieses schöne Auto zur Verfügung gestellt. Der hat gesagt, ich kann ruhig mal seinen Feuermeister ausprobieren, weil ich auch so ein Feuerauto hier gebaut habe, so um die 9000. Das will ich gerade mal so ein bisschen vergleichen. Wie viele Reifen habe ich denn dran? Ich habe 6 Reifen dran. Seine Breite... Ich glaube, der ist ein bisschen breiter, oder? Nee, der Feuermann sieht hier genauso breit aus. Ich muss das Auto mal ein bisschen sezieren. Gut, er hat auf jeden Fall 4 Reifen. Ist auch knapp unter 9000. Allerdings habe ich die Sirene nicht, deshalb hat er bei mir noch ein bisschen weniger. Was ich ein bisschen tragisch fand, der hat keine Fässer drin. Also das Auto. Und das fand ich ein wenig tragisch. Und hier hinten diesen Powerslide, den habe ich leider auch noch nicht. Aber ich stehe kurz davor, weil meine Lunatics sind jetzt auch fast voll. Ich bin gespannt, ob ich dann erstmal so eine stinkende Kiste kriege bei der ersten Prestigestufe. Oder ob ich direkt cooler wäre natürlich, wenn ich erstmal den Powerslide kriege. Weil ich glaube, die Kisten kriegt man erst, wenn man alles schon hat. Ich hoffe. Ich weiß aber noch nicht. So, den nehmen wir jetzt mal zusammenbauen. So, ihr seht, meiner sieht ein kleines bisschen anders aus. Da fehlt oben die Sirene und so ein paar Teile. Kleinigkeiten, vor allem der Power Slide da hinten. Aber da können wir was machen. Da habe ich auch schon was gemacht. Ja, und das so. Machen wir hier 2, weil wir haben ja noch mehr Luxusproblem hier. Klatschen wir hier so ein Harate dran. Harate, Karate. So. Das ist doch wonderful. Oder soll man den sogar umdrehen? So rum. Der sogar eins runter. Ich mache mal so dran. So. Gut, dann brauchen wir hier noch irgendeine fancy Farbe. Fancy, was ist besonders fancy? Das hier. Augenkrebs. Golden ist immer natürlich ein Klassiker. Aber wir machen mal hier, geben ein bisschen an. Und machen, wo ist es, wo ist es? Schwedische Lasagne. So sieht Lasagne in Schweden aus. Nee, ich suche eigentlich was anderes. Oh, Eiskristall. Ich habe Eiskristall, das wusste ich gar nicht. Seit wann habe ich ein Eiskristall? Ach, das ist Eiskristall. Damit fahren nämlich voll viele rum, das sehe ich ganz oft. Krass, ich habe Eiskristall. Okay, dann hat man die scheinbar irgendwann bekommen, habe ich gar nicht gemerkt. Aber ich suche eigentlich, wo ist ein schwarzes Gold? Seht ihr irgendwo schwarzes Gold? Ach, schwarzes Gold ist eine lilane Farbe. So. Schwarzes Jolt. So, ja gut. Fahren wir mal mit der Karre rum. Batterien, neue Woche. Es gibt wieder Batterien zu holen. So. Ah, ich will noch was an der Steuerung umstellen. Ah. Hallo, was mache ich denn? Ich klatsche mir die Bleit einfach hier mit drauf. So. Und den will ich... Ah, ich habe gestern was umgestellt. Jetzt muss ich erstmal wieder umstellen. Weil mich hat das mit Zielfernrohr aufgeregt. Zielfernrohr. Hier muss ich Waffengruppe 2 hinmachen. So muss ich es machen. Dann kann ich nämlich... Ja. Diese machen. Dann mache ich diese. Und dann ist diese gut... So, jetzt kann ich die nochmal abspeichern. Meine sieht ein bisschen anders aus. Also, ihr kennt es ja hier. Low-Fire Version 2. Ah, ich kann noch Misty reinsetzen. Misty. Komm her, Misty. Misty mit abspeichern. Na. So. Muss ich noch mal kurz was gucken. Reputationsbonus 2.
Hat mein anderer Reputationsbonus? Der hat 11. Oh, das ist, ach stimmt, ich habe den Tannenbaum einfach draufgeklatscht. Also ich muss sagen, natürlich, meine ist viel besser. Gott, der kriegt einen Hasskommentar jetzt hier. Nee, was bei meinem Kacke ist, hier vorne, ich muss da noch was ändern. Ich hatte es schon ein paar Mal geändert und dann irgendwie kommt es immer wieder zurück. So. Ja, die Front, die war nicht so geil. Ich konnte nicht richtig schießen. Dadurch, dass die Dinger da so hässlich waren. So ist besser. So kann man gut drüber schießen. Und es geht gut. Und die sind auch noch einigermaßen geschützt. So speichere ich den jetzt mal ab. Und ich habe sogar noch 500 Luft und habe auch noch einen Haufen Kilo. Da könnte ich hier noch was dran machen. Aber dann... Ja, da geht noch was. Wie viel Leben hat meiner? Der hat 2000 Leben. Ich glaube, weil der andere fährt sich ein bisschen geiler. Feuermann. Das ist mittlerweile Feuermann Version 3. Ich würde ihn sogar wahrscheinlich auch mit zwei Reifen hinkriegen. So, wo war denn der andere jetzt? Draco. Was ist denn das für eine? Ach so, das ist die große. Ich habe zu viele Dinge. So, den hier wollte ich fahren. Zack, der hat 1600 Leben. Aber der hat die Stoßstangen halt hier sehr geil verbaut. Der hat eine Menge Stoßstangen. Ich sehe gerade hier, das ist... Die Front gefällt mir sehr gut. Nur meine hat halt auch noch ein 10er Benzinfass drin. Und 300 Leben mehr, also. Das ist auch stark. So, ja, ich mache diesen Blight-Buff, den mache ich mal ganz gern auf die Kanone direkt mit drauf. Also den kann ich hier direkt... Dann aktiviert er sich einfach während dem Losbrennen. Ich glaube, ich muss die Front von dem hier aber übernehmen. Wenn ich die Front an meinen dran klatsche... Ach, der hat dazwischen auch nochmal Stoßstangen, sehe ich gerade. Interessant. Weil die Front ist sehr schön hier um... Wenn ich das sehe, wie ich den hier festgekeilt habe, das ist ziemlich geil. Das ist besser, das ist so richtige Dock zum Andocken, gell? Das muss ich mal ausprobieren. Ich kann den ja ein bisschen umbauen, dann kann ich angeben, kann sagen, Alter, ich habe voll krassen Verbesserungen vorgenommen. Was ist denn hier los? Warum warte ich hier eine Minute? Das ist doch scheiße. Ja, im Moment... Ich weiß nicht, ob einige von euch spielen, auf jeden Fall auf Xbox, gehe ich mal davon aus. Ist es bei der PlayStation und beim PC im Moment auch so schlimm? Weil auf der Xbox, wir haben gerade echt seit so 2 Wochen massive Probleme hier. Also sowohl mit, oder 3 Wochen sogar schon, mit Connecten manchmal. Ich muss das Spiel oft neu starten, weil es nicht richtig connected. Dann stinkt, wenn man spielt. Nee, man ist manchmal in Spielen drin. Das sind nur 3 gegen 5 oder so, statt 6 gegen 6. Und das alles, das muss an diesem einen Update liegen, weil eine ganze Zeit war es ja so, wenn ihr mit der normalen Xbox gespielt habt, also mit der Xbox One, und jemand hat eine Series gehabt, dann konnte, wenn derjenige, also ihr konntet dem Typ mit der Series nicht beitreten. Ich habe zum Beispiel Leute eingeladen und die konnten mir nicht beitreten. Und dann musste immer der einladen, der die Current Gen ist doch jetzt eigentlich, sind doch schon die neuen, die ist ja jetzt schon fast 2 Jahre draußen. Current Gen, ja. Ja, auf jeden Fall scheißegal. Wenn ihr neue Konsolen gehabt habt, konnten die anderen mit den alten Konsolen euch nicht beitreten. Das war tragisch. Allerdings haben wir das rausgefunden, also man hat es dann relativ schnell rausgefunden, wenn man immer gespielt hat. Und wir haben es dann einfach so gemacht, dass derjenige mit der alten Konsole eingeladen hat. Und dann war das gar kein Problem, weil wir ein festes Team haben. Und jetzt haben die das umgestellt, also die wollten scheinbar den Bug beheben, dass das funktioniert. Und jetzt ist es so, dass man den neuen Konsolen auch beitreten kann. Allerdings ist seitdem alles scheiße. Also der Marktplatz ist extrem langsam, das habt ihr bestimmt schon gesehen hier in den letzten paar Folgen, wenn ich den Marktplatz aufgemacht habe. Es dauert ewig, bis der so richtig aufgeht. Dann ist der Marktplatz sehr voll. Ja. Was wollte ich noch sagen? Ich habe noch was.
Ja, auf jeden Fall, der Marktplatz ist voll. Der dauert sehr lang und wenn ihr halt, wenn Leute euch beitreten, voll oft fliegt eine raus. Ihr seht es auch in den Spielen, wenn ihr hier zockt, dass oftmals in den Teams sind halt weniger als die volle Anzahl. Jetzt sind wir mal komplett. Ich wollte dem anderen noch irgendwie mithelfen. Ja, der ist aus Angst an die Wand gefahren. Yo, yo, yo. Nix gut. Lass mich in Ruhe. Der ist auch dumm. Der verreckt jetzt an seinen eigenen Minen. Ja, endlich ist der weg, ey. Ach, hallo. Die kenne ich doch. Fährst hier rum und legst hässlich Minen. Ja, das Auto ist schon ganz schlecht. Ich glaube, es hat einen besseren Wendekreis als meins. Oh, der direkt MVP, also krasse Wagen. Ich hatte jetzt auch die optimalen Gegner, würde ich fast sagen. Die konnten mir nicht viel entgegensetzen. Gut, Minenleger ist natürlich als Nahkämpfer ein bisschen scheiße. Aber Flammenwerfer zerstört Minenleger. Das ist wie steinschwere Papier. Das ist der Stein, wollte ich jetzt sagen. Aber es ist Papier gegen den Stein, die Gießkanne gegen Feuer. Ihr versteht, was ich damit sagen will. Es ist einfach stark. Jetzt wollte ich schon wieder was essen nebenbei. Mann, ich kann nicht mal 20 Sekunden ohne Fressen hier. Grausam mit mir, sorry. Wenn ich manchmal esse, das ist echt schlimm. Das ist der Grund, warum ich keinen Livestream mache, weil ich immer so viel fress zwischendurch und dann esse ich einfach und schmatze euch ins Ohr. Ich habe das letzte gemerkt, ich habe mir seit ein paar Tagen Kirschen stehen und dann gucke ich immer so rüber zu den Kirschen und denke so, oh, ich nehme mir jetzt eine. So, hinten in der Aufnahme. Zum Glück habe ich es nett gemacht, aber es ist immer gefährlich. Gut, mal sehen, wie es jetzt läuft. PS-mäßig sieht es hier gut aus. Ich habe sogar den starken. Bei mir haben die Gegner auch einen starken. Ja, die haben nur so ganz knapp über 9. Wenn ich es gut mache, kann ich durchaus 2 Leute rausnehmen. Ich glaube, ich werde mir irgendwie nur ein Fass reinquetschen. Ich habe noch genug Kilo auf jeden Fall. Fast ist zwar immer ein bisschen gefährlich, aber ja, bei 9000, wenn ich schon mal bei 9000 fahre, dann da muss ein Fass rein. Das geht gar nicht ohne. Das ist, fahr schon oben immer ohne. Und ich habe jetzt letzte Woche, ich habe so viele Raids gemacht an einem Tag. Also am Sonntag habe ich brutal geraidet. Sonntag habe ich, glaube ich, 9 Raids gemacht oder so. Oder alle 10 sogar von Kupfer. Aber ich wollte es unbedingt noch fertig haben. Oh Gott, die nehmen 2 Punkte ein. Das ist scheiße. Ich heiz zu B rüber. Andererseits ganz gut, wenn sie es eingenommen haben und sich dann da verpissen. Oh Mann, ey. Weil wenn es einmal eingenommen wurde, da kann man es viel schneller erobern jetzt. Jetzt gehen die raus, jetzt gehen wir hier rein. Ach so, unsichtbar kann ich es nicht einnehmen. Ach, der mit seinem Scheiß, bitte, ey. Ich hasse den Abfall. Warum kann ich die Dinger nicht richtig flammen? Welcher ist es, der mir diese Dinge immer ins Gesicht wirft? Dreh hier ab. Komm, wir haben es gleich, Männer. Jawohl, wir haben es. Ach, zu früh unsichtbar gemacht. Ist es diese IDSL? Macht der so? Nee, der lebt noch. Sloy Gamer. Da ist er! Ach, wir haben schon gewonnen. Jetzt wollte ich noch brennen.
Ah, die Runde war, zum Glück habe ich eingenommen, sonst hätte ich gar keine Punkte gemacht. Ja, das wäre wieder eine Benzinrunde gewesen. Benzin. Köstliches Benzin. Ich baue mir jetzt ein Fass ein. Es geht so nicht. Es kann so nicht weitergehen. Ich muss mal gucken, ist hier irgendwo Platz? Ach, so einen hat er sogar auch drin. Aktivkühle raus. Da kommt ein Fass hin. Ist dann auch ein Generator drin? Nee. Ja, den Aktivkühler kann ich auch woanders hin machen. Das ist der perfekte Platz für ein Fass hier, würde ich sagen. Noch ein Plätzchen für den Aktivkühler. Ach nee, der Aktivkühler passt jetzt gar nicht mehr rein. Ja gut, dann ist er halt so. Ich brauche nicht unbedingt einen Aktivkühler mit zwei lila und Passivkühler hier drin. Da kann ich so lange feuern. Oder waren das nicht? Zwei Munitionspakete. Na, ich brauche nur eins. Also ich hab in dem anderen auch nur das eine große Verbesserer hier drin. Das reicht mir. Dann kann ich hier auch den Kühler reinmachen. Oh, da kann ich sogar einen Schiffer einbauen. Wie viel hat ein Schiffer? Nee, der hat 400. Ich habe drei Tamias. Und die sind alle unverkäuflich. Ja komm, da kann ich die auch fusen. Ist der gerade zufällig im Fuse-Event dabei? Die drei Dinge her. Bestimmt aus sämtlichen komischen Paketen, die mir immer mal geschenkt gekriegt hat. Ja, komm, was scheiß drauf. Ich fuse die einfach. So. Hier habe ich einmal das Falsche gedrückt und dann habe ich nichts gekriegt. Jawohl, sogar weniger Gewicht. Geil. Da kann ich auch noch was reinmachen. Ach so, ich muss auf die PS achten. PS, ich lieb dich. PS, ich nicht. Ja, es war wrong, gell? Das war ziemlich falsch, aber. So ein Ding reinmachen einfach. Irgendwie will ich hier am Rand noch was dran machen. So Dinge überall dran, Mann. Wie viele habe ich denn davon? Hä, warum geht denn das hier drüben? Und hier nicht? Was ist da los? Boah, der ist ein bisschen nah am Reife hier. Das ist fizzy. Wo ist mittig? Nee. Oder ist der auch so, dass ich den gar nicht mittig krieg? Ich fast drum, bis sie anders, damit ich es einbauen kann.
Oh, das ist aber nicht gut. Das fällt ja alles auseinander, wenn das Ding ab ist. Brate. Das ist nichts gut. Das ist sehr scheiße. Vor allem, wenn ich das Fessi hinmache, dann... Da hatte ich aber Glück, dass mir nicht alle Rädchen weggefallen sind. Wieso kriege ich denn das hier nicht dran? Das ist nichts gut, diese. Eigentlich müsste es doch da reinpassen, richtig. Mal gucken, ob ich dann nicht unten auf dem Ding rumfall. Könnten wir sie tief sein, das Fass? Hat er jetzt noch? Schläft halt Besieger. Gucken, ob ich noch über die Rampe komme. Ah ja, muss mal ins Match. Besieger ist da. Schläft halt, man sieht's hier. Ah, ein Munitionspaket reicht mir auf jeden Fall. Zwei sind natürlich cool, wenn man das komplette Team verbrennen will. Komme ich hier über so eine Rampe? Ja, bremst es ein bisschen, aber geht. Okay, hier kommt es an die Grenzen. Monchi ist ein Stinker, oh du. Damit hat er mich gestern voll geärgert in der einen Runde. Ich war gegen ein Team und das ist doch das, ich muss mal angucken. Ist doch das mit den ganz vielen Stinkdrohnen, oder? Ja, das ist das auf jeden Fall. Da. Da sind nämlich Capcans und diese komischen. Ah, wie heißen die? Jumoko, glaube ich. Jumoko. Diese Drohnen, die so ein Laserkabel spannen. Oh, die sind so nervig. Da irgendwie so zwei Stück und zwei Capcans. Oh, dann hängst du und wirst von diesen Jumokos jumokisiert. Das ist so unschön. So, du hast richtig Hass verbreitet. So, mal gucken, wie ich mit der Version 2 jetzt zurechtkomme. Von diesem kästlichen Flammenwagen. Ja, was? Slow Games. Slow Gamer. Ich glaube hier, das schleift zu sehr. Ich muss mal gucken. Ach nee, geht, glaube ich.
Scheint zu funktionieren. Wir testen mal jetzt. Der da ist raus, ey, wenn der Lanzenmann den jetzt erwischt. Oh, da kommt noch einer. Hallo. Nein, der hat vorne Shotguns drin. Oh, der hat mich leer gemacht. Scheiße. Was er für eine Batterie von diesen miesen Shotguns hat. Scheißdreck, wie viele hatten der? 6 Goblin. Oh, da bin ich genau auf den grässlichsten Feind getroffen, den ich irgendwie finden kann. Wie schnell der meine Flammenwerfer rausgeschossen hatte. Los, Peter McLee. Oh, der hat einen schönen. Oh, der hat den Generator rausgeschossen. Der Arme. Oh, der hat vorne aber auch eine Schraube dran. Ne? Nicht schlecht. Oh, der Peter, der hat immer noch so viel Leben, alle 4 Waffen. Ja, 4 Mace sind auch übel. Ach, der hat Messer oben dran. Wo ist denn der andere? Lebt der noch? War das der Red Turtle Dude? Oh, wir haben sogar einen Porgy. Oh ja, da ist er, der Red Turtle Dude. Deine Feuerkraft mit den 6 Dingern, ey. Grausam. Ah, der Pokémon setzt ihn ganz schön zu. Naja, gegen 3 wird es schwierig für ihn. Oh, jetzt hat er einen. Wenn ich sowas sehe, überlege ich mir auch immer, ob ich mir 4 Mace drauf machen soll, um hier zu fahren. Leider bin ich gestorben. Na ja, gut, der hat mich halt weggemacht. Ich muss ein bisschen mehr geiern. Aber... das war's für heute. Das ist die Karre. Ich habe sie jetzt ein bisschen umgebaut. Speichere sie jetzt ab und dann sagt er bestimmt, was soll das sein? Warum baust mein Auto um? Ich mach's einfach. Verzeih mir, Bro. Aber wir können eigentlich mal zusammen mit den Dingern rumfahren. Das wäre auch witzig. Ich habe heute nicht die coole Sirene oben drauf, aber die Auspüffe habe ich wenigstens. Aber in den Auspüffen fällt mir gerade auf. Hellpipes. Da könnte ich doch... Die anderen sehen doch genauso aus, oder? Die hier, Kuvagata. Könnte ich doch die Kuvagata dran machen. Ah, gut, die sind länger. Die stehen so hässlich ab. Weil die Kuvagata, die haben natürlich 4% und die haben nur 1%. Die Hellpipes. Mach sie einfach hier hin. Oder ich lasse die Hellpipes auch mit drauf und mach die anderen zusätzlich zu. Ha! Ein schlauer Junge. Schlauer Jüngling. Ach nee, Bauteillimit, okay. Zwar ein bisschen elender aus, weil die so komisch lila sind. Aber hier 8%, brutal. So. Und jetzt kann ich sagen, habe ich selber gebaut. Ja, ich habe selber gebaut. Hier habe ich selber gebaut. Hier eingetragenes Warenzeichen. Harate hinten dran. Also mal hier allein mit den Auspüffen, das sieht doch komplett anders aus. Sieht aus wie ein ganz anderer Wagen. Ja, so machen wir es. So wird die Geschichte erzählt werden. Nee, es ist hier auf Video, dass ich es nicht gebaut habe. Verzeiht mir. Obwohl, jetzt habe ich es ja gebaut. Ich nenne noch so 2, 3 andere Sachen. Dann sage ich, guck mal, ich habe es gemacht. Nee, natürlich nicht. Ich gebe ihm mehr Credit. Ihr habt es schon ein paar Mal gesehen, wenn ich mir ein Auto runterlade oder so. Ich zeige es. Ich kann auch mal kurz gucken. Aber ich glaube, er hat es nur ganz kurz in die Galerie gemacht, damit ich es mir holen kann. Lowfire hieß es. Ich gebe mal ein. Dann seht ihr nämlich den Gamertag. Nee, er hatte das, glaube ich, nur ganz schnell mal reingemacht, damit ich es mir runterladen und dann wird er rausgenommen. Ja, das mache ich auch manchmal gern mit so Builds, die ich mag.
Oder generell, wenn die, weil. Ja. Aber. Das ist schön massiv, die Front, ja. Damit werde ich noch ein bisschen Spaß haben, denke ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Ich habe wieder überzogen. Wollte unter 30 Minuten bleiben. Tut mir sehr leid. Bleibt gesund und habt ganz viel Crossroad-Spaß. Tschüss.